Was geht ab, Leute? Willkommen mal wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein besonderes Video. Und zwar aus einer etwas ungewohnten Umgebung, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, befinde ich mich in einem Hotelzimmer in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Nice. Aber was ich euch zeigen kann, ist zum Beispiel die Aussicht von meinem Balkon. Sieht aus wie eine europäische Stadt, oder? Vielleicht bis auf das da. Also echt schön hier, muss ich sagen. Maschallah. Ich bin hier wegen einem geheimen Treffen, wovon ich euch nicht erzählen darf. Aber was ich euch zeigen darf, ist dieses wunderschöne Hotelzimmer. Deswegen folgt jetzt eine Mini-Room-Tour dieses Zimmers. Mein unordentlicher Koffer und nackte Füße. Eine Lampe auf dem Boden, ein Wasserkocher, Mülleimer, ein Bild von Venedig oder sowas in der Art. Ein großes Bett, echt gemütlich. Ein Tisch mit Stuhl, ukrainisches Fernsehen. Redet aber gerade auf Russisch. Hier kann man Sachen aufhängen. Spiegel und ich da drin. Ein Bad. Wer hätte das gedacht? Wow. Eine Minibar mit Chips im Kühlschrank. Pistazien im Kühlschrank. Milka und natürlich Kondome auch im Kühlschrank. Alles klar. Ein paar Drinks. Hier wurde sich vielleicht schon mal der eine oder andere gegönnt. Deswegen steht hier auch eine offene Pepsi, die mit Jack Daniels gemischt wurde. Man lebt wie ein König, würde ich sagen, oder? Na klar. Vielleicht war das nicht für jeden von euch irgendwie spannend. Ihr kennt ja meinen Kanal für viele Videos, wo ich irgendwelche Essenssachen teste. Und ich dachte mir, wenn ich schon in der Ukraine bin, da kann ich ja ukrainische Produkte testen. Und ich dachte mir, ich brauche noch irgendeinen speziellen Gast. Aber es gibt nicht viele Ukrainer, die ihr da draußen in Deutschland vielleicht kennen würdet. Außer vielleicht Wladimir Klitschko für dieses eine bekannte Interview. Spektakulär. Oder Capital Bra. Vielleicht wissen das einige von euch, vielleicht auch nicht. Aber Capital Bra kommt auch zur Ukraine. Und ich dachte mir, er ist heute dabei. Er traut sich jetzt nicht vor der Kamera zu sein. Deswegen ist er gerade hinter der Kamera. Und wird vielleicht ab und zu seinen Senf dazu geben. Ich wollte hier nicht einfach irgendwie Touri-mäßig unterwegs sein und billigen Fotos machen, wo ich vor irgendwelchen Sehenswürdigkeiten stehe. Genau. Deswegen mache ich mich jetzt nützlich und teste mit euch gemeinsam Produkte aus dem ukrainischen Supermarkt. Und zwar direkt aus der Ukraine. Nicht einfach nur irgendwo in Deutschland zu einem ukrainischen Supermarkt gefahren, sondern hier in der Ukraine zu einem Supermarkt gegangen. Da ist übrigens Silpo. Steht hier auf der Tüte drauf. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Produkt. Und zwar dem witzigsten, glaube ich. Diesem Bier. Es ist sowieso eine Art Tradition bei diesem Format, dass man zuerst das Bier ausprobiert. Aber dieses Bier ist ein besonderes. Und zwar ist hier einfach Angela Merkels Gesicht auf dem Etikett drauf. Frau Bielet Ribbentrop oder so. Vielleicht könnt ihr das lesen. Ich habe keine Ahnung, wie man das vorliest. Das sind echt irgendwelche altmodischen Buchstaben, die ich nicht verstehe. Ich muss ehrlich sagen, Frau Biebertopf oder wie auch immer, schmeckt echt nicht schlecht. 4,5% Alkohol. Es ballert aber jetzt schon noch zwei Schlücken. Also ich vertrage nicht so viel Alkohol. Das ist sehr untypisch für einen Russen, aber das Zeug haut rein, Leute. Also wenn ihr mal in der Ukraine seid, probiert es gerne aus. Ich habe ein paar Süßigkeiten und ein paar deftige Sachen. Leute, was ich mega interessant fand, in diesem Laden gab es auch eine Bäckerei, sondern da gab es Brötchen, alles mögliche, wie man das sonst kennt, aber auch richtig fertige Pizzastücke, komplett fertig gebacken, nicht einfach zum Aufbacken oder so. Die sind schon so komplett fertig mit überbackenem Käse und so und in Folie eingepackt. Das heißt, man kann einfach so kaufen und direkt snacken. Und was ich noch gefunden habe, ist ein Pirajok. Apropos, wenn ihr aus der Ukraine kommt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Es würde mich interessieren, wer von meinen Zuschauern alles ukrainische Wurzeln hat. Okay, das riecht noch nicht nach Schimmel. Deswegen würde ich sagen, Leute, zum Wohl. Und hoffentlich muss ich nicht sterben. Krass, Dicker, was soll ich sagen? Es ist so trocken, als würde ich eine Tapete von der Wand essen. Es ist echt nicht genießbar, muss ich sagen. Deswegen würde ich das zur Seite legen. Mir ist schlecht. Es riecht ganz gut. Es glänzt. Hoffentlich ist da kein Plastik drin oder so. Also bis jetzt wieder nur trocken. Bis jetzt schmeckt das süß irgendwie, was für mich eigentlich nicht zusammenpasst, weil eigentlich ist das was Deftiges. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ich muss mit Frau Merkel nachdenken, ohne Scheiß. Ich glaube, ich komme langsam auf den Geschmack von Frau Merkel. Übrigens, was sagst du zu Frau Merkel, Kapi? Digga, frag jemand anderen. Ich weiß es nicht. Kann man auch so sehen. Schmeckt einfach gar nicht nach Grünzeug. Also das sieht so aus, weißt du, ob man das erkennt. Es ist null deftig. Würdest du es essen, Kapi? Alles cool. Geh einfach ein bisschen mehr Sushi essen. Deswegen lege ich das lieber zur Seite und probiere mich an weiteren Sachen. Vielleicht schmecken die einigermaßen gut. Ich glaube nicht. Cannabis-Eistee aus der Schweiz. Ich frage mich, warum ich das ausgerechnet in der Ukraine finde, weil das ist hier sogar auf Deutsch. Keine Ahnung, warum ich das in Deutschland noch nie gesehen habe. Vielleicht kennt ihr das schon, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Schmeckt echt nicht schlecht, Alter. Kapi, willst du auch einen Schluck? Ja, also... Digga, ist Cannabis. Jetzt nicht unbedingt so. Okay, ich lasse es für dich stehen, ne? Leute, Kapi ist wirklich hinter der Kamera. Da sind keine Effekte oder so, das ist alles real. Genau. Was ich auch interessant fand, das hier, hoffentlich sieht man das auf der Kamera, irgendwelche Bällchen, die angeblich Käse sein sollen. Geruch ist schon sehr verdächtig. Es ist sehr hart. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist, gell? Hört ihr das? Kapi, hast du Bock auf einen Trüffelstein? Keine Ahnung, muss meine Mutter fragen, ja. Augen zu und durch für die Wissenschaft. Ach,
alles cool. Ungewohnt auf jeden Fall. Da drin ist so eine Art Hartkäse oder Parmesan. Sehr trocken, muss man sagen. Und außen ist so eine Trüffelschicht, die auch echt würzig ist. Ist echt scharf. Das ist aber echt gut würzig, Digga. Interessante Experience, muss ich sagen. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Ich würde den jetzt persönlich nicht weiterempfehlen, würde ich sagen. Ich lasse das übrig für dich, Kapi. Bock? Digga, frag jemand anderen. Alles klar, Mann. Fahren wir fort mit einem ukrainischen Ü-Ei. Und zwar ist die Überraschung da drin von Mascha und der Bär. Einige von euch kennen das. Das ist eine russische animierte Filmserie, wie man auch immer das sagt. Also mit so einem kleinen Kind und dem Bären und die reden miteinander. Ich glaube, das Kind ist einfach auf Drogen. Ich meine, wie kann man mit einem Bären reden? Ganz schwieriges Thema. Das Erste, was mich interessiert, ob die Schokolade genauso schmeckt wie in Deutschland. Ich als Schokoladenprofi kann natürlich sagen, dass es meine Anforderungen erfüllt hat. Als Spielzeug kam mir einfach so ein Ninja. Was hat denn dieser Ninja mit Mascha und der Bär zu tun? Das ist so ein Ninja-Samurai, was auch immer, der sich so um seine eigene Achse dreht, auf diesen komischen Stock. Ist das genial, Alter. Das ist das geilste Spielzeug, was ich jemals gesehen habe, glaube ich. Das hier ist etwas typisch Ostblock-mäßiges, würde ich sagen. Ich kenne das aus Polen, aus Russland und jetzt auch aus der Ukraine. Ich finde diese Dinger so lecker. Also das sind einfach nur so Gebäckteile, die so aussehen. Relativ unspektakulär, aber ich finde die Konsistenz von diesem Teig so genial. Dieser Teig ist so ein bisschen wie, kennt ihr Windbeutel? Das ist der gleiche Teig und da drin ist so eine Art Vanille, süße, weiche Füllung, die so geil zusammen kombiniert schmecken. Leute, könnt ihr das nicht vorstellen? Das ist bis jetzt das Geilste, was ich in diesem Video gegessen habe. Wenn Falco hier gewesen wäre, ich bin mir sicher, er würde das auch genießen. Yummy. Als Nächstes haben wir hier eingelegte Pilze. Ihr fragt euch, wieso kaufe ich mir eingelegte Pilze? Weil ich habe ein Problem in Deutschland. Und zwar habe ich noch nie leckere eingelegte Pilze in Deutschland gefunden, die wirklich gut schmecken. Ich kenne das auch aus Russland. Ey, ich habe es geliebt als Kind, diese eingelegten Pilze zu essen. Die Deutschen aus der Dose sind meistens so richtig geschmacklos oder zu salzig oder sonst wie. Also einfach nicht dieses leckere Erlebnis. Das gibt's einfach nicht. Und ich dachte mir, ich probiere es mal einfach hier aus der Ukraine aus. Krass, Digga, was soll ich sagen? Ja, Leute, das ist genau das, was ich aus meiner Kindheit kenne. Es ist so gut gewürzt einfach. Es war ein bisschen glitschig, wenn man das rausholt. Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber, ey, das schmeckt unnormal geil. Es sieht nicht lecker aus vielleicht, okay, Pilze im Wasser schwimmend. Aber Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das schmeckt. Also, es ist jetzt nichts typisch Ukrainisches, aber ich fand es interessant, weil ich so ein Oreo noch nie in Deutschland gesehen habe. Und zwar ist das mit Strawberry Cheesecake. Maschallah. Einfach ganz normales Oreo mit einer rosanen Füllung drin. Ich bin gespannt. Also, falls ihr das aus Deutschland auch kennt, dann lasst mich das wissen. Die sind richtig, richtig leben, Alter. Das ist so lecker. Wenn ihr das irgendwo seht, probiert es auf jeden Fall aus. Ich nehme das mit nach Hause für Falco. Ich weiß, Falco wird sie innerhalb von 2 Minuten komplett vernichten. Als Nächstes habe ich irgendwas Süßes mal wieder. Sieht aus wie ein Lollipop. Auf jeden Fall ist es so eine Art, so eine Gelee-Masse. Sieht ein bisschen aus wie Götterspeise oder Wackelpudding. Nur mit Zucker überstreut. Mit Apfelgeschmack. Gefällt mir. Also echt viel Zucker. Aber schmeckt echt geil. Erinnert mich an meine Kindheit. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt, wie ukrainische Chips schmecken. Nicht komplett ukrainisch, das ist natürlich immer noch Lay's. Es gab bei McDonald's mal solche Kartoffeln oder bei Burger King. Ihr kennt das so geriffelt, nur halt in Chipsform. Mir gefällt's. Das Fett ist richtig gut drin, nicht zu viel Fett, aber auch nicht zu wenig. Gut gewürzt. Dieser Lauchgeschmack, der kommt richtig gut durch, Alter. Boah. Kapi, was sagst du zu ukrainischen Chips? Nein, keine Ahnung, man. War auf jeden Fall eklig am Anfang. Sehe ich genauso. Dem gebe ich auf jeden Fall auch 10 Sterne von 10. Genau. Als Nächstes, Freunde, haben wir ein interessantes Getränk und zwar Basil Seed Drink. Ich glaube nicht, dass es so extra in der Ukraine produziert wird, aber ich habe es noch nie in Deutschland gesehen. Sieht interessant aus. Da drin sind so komische Kerne. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera erkennt. Das ist so Granatapfelgeschmack. Mal gucken, wie das schmeckt, Alter. Ob mir das mundet. Es riecht echt nach Litchi und ein bisschen Seife. Kapi, meinst du, da ist eine Seife drin? Digga, frag jemand anderen. Danke, Bruder. Ich weiß es nicht. Schwer einzuschätzen. Es schmeckt wirklich, als würde man Seife trinken. Nicht, dass ich wüsste, wie man Seife trinkt. Ich kenne schon diese ganzen Kommentare. Woher weißt du, wie man Seife schmeckt? Ist okay, aber ist jetzt auch nicht das Geilste. Ich finde es ein interessantes Erlebnis. Also, es ist so eine glitschige Konsistenz. Ich glaube, das sind Chiasamen oder so. Keine Ahnung. Ist interessant, das zu fühlen auf der Zunge. Aber der Geschmack von einem Getränk ist sonst sehr penetrant. Leute, machen wir weiter mit etwas sehr Interessantem. Und zwar sind das gesunde Snacks. Zumindest in meiner Vorstellung, weil da sind einfach so Orangenstücke, also dünn geschnitten und getrocknet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht geil ist. Boah, riecht das gut, Alter. Das riecht wie so ein Badezusatz. Oder nach so einem Zitronentee. Es riecht besser, als es schmeckt, muss ich sagen. Aber kein Fake. Das ist einfach eine ganz normale Orange, die getrocknet wurde, glaube ich. Das Innere ist echt geil, Alter. Den gebe ich auf jeden Fall auch 15 Sterne von 10. Okay, weiter geht's mit dem nächsten. Und zwar haben wir hier ukrainische Gummibärchen. Eher Gummiwürmchen. Hier ist mit Traubengeschmack, wenn ich das richtig verstehe. Hier gibt es das Wort Zuckerki. Ich glaube, in der Schweiz sagt man auch Zucker zu so süßen Sachen oder zu Süßigkeiten. Und hier heißt es Zuckerki. Das heißt auch Süßigkeit, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, gut. Vom Geruch ist der angenehm.
Schmeckt 1:1 wie diese gesunde Art von Gummibärchen. Von Nimm 2, glaube ich. Schmeckt echt nach Vitaminen, Alter. Ich fühle mich auf jeden Fall viel gesünder auf einmal. Ich hätte nicht gedacht, dass man mit so einem hässlichen Design so ein cooles Produkt machen kann. Probiert es gerne aus, wenn ihr mal Zugang zu ukrainischen Produkten habt. So, wir haben als nächstes Shake Cocktails. Und zwar heißt das Ice Baby. Kapi, das wäre doch ein neuer Songtitel, oder? Ice Baby? Was war jetzt so lustig? Das ist doch genial. Oh, Geschmack ist jetzt nicht so meins, glaube ich. Allgemein, blaue Getränke sind immer verdächtig und selten gut. Schmeckt schon sehr penetrant, muss ich sagen. Ist nicht meins, aber es ist immer noch ein guter Songtitel, Kapi. Probier's echt mal. Digga, frag jemand anderen. Es ist ein Ice Baby, Ice Baby, Ice Baby. Irgendwie sowas, okay? Geile Idee. Das ist nicht unbedingt so. Nein, okay. Dann, okay, ich werde niemals Rapper wahrscheinlich. Nee, dem würde ich kein Go geben, Leute. Das ist, nein. Das ist einfach pure Chemie. Ich wollte's nicht. Es tut mir echt leid. Alles cool. Geh einfach ein bisschen mehr Sushi essen, irgendwas. Okay. Leute, viele haben wir nicht mehr. Einmal so eine Schokolade, die richtig fancy aussieht. Und zwar steht hier drauf, dass es handgemacht ist. Sieht richtig heftig aus mit so einem Muster hinten. Und vorne ist es halt so mit Nüssen drin verarbeitet. Mit Kokosraspeln, glaube ich, oder so. Ich gönn mir einfach einen richtig fetten Biss davon. Nein, keine Ahnung. Das kann ich einfach nicht sagen. Das ist krank, Alter. Ohne Scheiß, die leckerste Schokolade seit Jahren, die ich gegessen habe. Es schmeckt so krass. Dieser Mix aus heller Schokolade und dunkler Schokolade. Einige von euch wissen ja, dass ich dunkle Schokolade abgöttisch liebe. Aber das stoppt einfach alles. In Deutschland gibt es halt Milka ohne Ende. Und wenn wir schon bei Milka sind, ich habe in Deutschland noch nie diese Variante von Milka gesehen. Milkinis, Mini-Variante von Milka. Und ich werde das jetzt mit dieser handgemachten Schokolade vergleichen. Schmeckt ein bisschen wie Kinderschokolade mit weißer Füllung. Das gibt's doch nicht in Deutschland, oder? Bin ich dumm? Wahrscheinlich, ja. Kapi, gibt's das in Deutschland? Keine Ahnung, muss meine Mutter fragen, ja. Danke, gell? Nachdem man das hier gegessen hat, ist das einfach voll lame. Nee, viel zu viel von allem. Ich glaube, ich gehe nochmal zu diesem Laden und kaufe mir nochmal 10 Tafeln davon, mindestens. Wir kommen jetzt zum letzten Produkt, was wir hier haben. Grienki. Ich habe das Gefühl, das schon mal irgendwo gehört zu haben. Mir fällt aber gerade nicht ein, was das ist. Es ist auch selbsterklärend, denn es ist hier auf der Verpackung mit drauf. Getrocknete Brote mit Tomatengeschmack. Und zwar spicy, also an die sind die scharf. Einfach so kleine trockene Brotstückchen. Das ist auch in Russland sehr typisch. So Biersnacks oder so. Wir hatten es, glaube ich, schon mal in einem Video, wo wir russische Sachen testen mit Rob, wo wir das auch mal getestet haben. Man muss vorsichtig sein, dass man sich nicht die Zähne bricht. Das ist echt hart, gell? Aber ich habe ja auch ein Bier hier, deswegen kann man das gut kombinieren. Leute, ich kann echt nicht meckern. Also klar, es ist ein bisschen hart, aber das ist der geilste Snack zu Bier oder einfach so mal, wenn man keinen Bock hat, Chips zu essen, Fisch oder sonst was zu seinem Bier. Wahrscheinlich denkt man als Deutscher so, wieso isst man Fisch zum Bier? Bei Russen ist es halt voll normal, getrockneten Fisch zum Bier zu essen. Ich finde, das ist die geilere Alternative. Den gebe ich auf jeden Fall auch ein Mega-Go. Das schmeckt echt würzig und ist echt nicht schlecht. Jedenfalls waren echt geile Sachen dabei, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr einige dieser Produkte kennt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon schon kanntet und ob ihr aus der Ukraine kommt. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeig es gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst natürlich nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren und diese Videos hier abzuchecken, die hier eingeblendet werden. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön, gesund und gut drauf. Bye, bye.